Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Ich habe Bücher geshoppt Video Haul, wie ihr es nennen wollt. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja mit einer Freundin zusammen oder eigentlich mit mehreren Freundinnen zusammen im Januar eine Challenge gemacht, dass wir uns keine Bücher kaufen. Und das hat auch eigentlich sehr gut geklappt. Ich habe tatsächlich nur ein Buch gekauft in Absprache mit ihnen, weil es ein Gutschein von Weihnachten war und es mich quasi ja dann kein Geld per se gekostet hat. Und Rezi-Exemplare sind halt auch eingezogen. Aber ansonsten durfte kein Buch hierher kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es bei Instagram gesehen habt. Ich habe 13 Bücher von meinem Sub befreit und nur, ich glaube, 3 oder 4 auf meinem Sub draufgepackt. Also es war echt ein sehr, sehr effektiver Monat. Ja, ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher liegen, die ich euch heute zeigen möchte. 2 davon sind ein Rezi-Exemplar, das sage ich schon mal gleich vorab. 1 davon ist von der Chest of Fandoms, das habe ich allerdings geschenkt bekommen. Und 1 davon habe ich gekauft und es ist ein Geschenk. Und den Rest habe ich von meinen Payback-Punkten bei Thalia tatsächlich gekauft, weil ich ungefähr 8000 irgendwas Payback-Punkte hatte und mir gedacht habe, who cares, was sollen die Punkte, die verfallen nur auf meinem Payback-Konto, lass uns mal ein bisschen shoppen gehen. Ja, ich habe auch noch, das muss ich leider zugeben, 3 Bücher noch vorbestellt. Die sind noch nicht bezahlt, also die habe ich auf Rechner gekauft. Also von daher zähle ich die aber noch nicht zu meinem habe ich jetzt im Februar neu gekauft Video. So, jetzt muss ich doch noch mal kurz unterbrechen, weil ich noch mal ins Kinderzimmer musste. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort mit dem ersten Buch an. Ich habe es hier auch schon griffbereit. Und zwar ist das Shadowborn von Melanie Lane aus der Chest of Fandoms. Beziehungsweise ich habe mir die Chest of Fandom Box nicht gekauft. Ich wollte das Buch aber trotzdem haben und habe einer Freundin davon erzählt. Und die fand das auch so schön, dass sie sich's bestellt hat und mir eins mitbestellt hat. Weil sie mir zu Weihnachten nichts gekauft hat, meinte sie, es ist jetzt okay. Ja, eine kurze Diskussion später habe ich das Buch dann doch zu Weihnachten gekriegt quasi. Und liebe es. Also der Buchschnitt ist einer der schönsten, die ich hier im Regal habe. Man kann ja über die Chest of Fandoms sagen, was man will, aber diese Buchschnitte sind einfach immer wunderschön. Und ich lese euch jetzt gleich mal vor, um was es geht. Ich weiß nicht, ob das Buch, wenn ich es so im Laden gesehen hätte, gekauft hätte, weil ich jetzt nicht so der große Totenkopf-Fan bin. Aber ich weiß, um was es geht und ja, deshalb muss es auch hier einziehen. Und Melanie Lane, falls ihr das vielleicht mit etwas anderem in Verbindung bringt, von meinem Kanal. Ich hatte mal ein Buch von ihr gelesen, in dem es um Alpakas und einen Roadtrip geht, also eine ganz andere Richtung. Und das war schon so mega witzig, dass ich mir halt gut vorstellen kann, dass das Buch hier mich auch begeistern könnte. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, um was es geht. Dann wisst ihr auch, warum ich es kaufen wollte. Willkommen in New Orleans. Willkommen in der Welt des Voodoo. Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König des Schattenreichs opfern. So sieht Chuchus Leben als Mitglied und zukünftige Hohepriesterin des mächtigsten Voodoo-Clans in ganz New Orleans aus. Und sie hasst es. Schlimmer wird es nur noch, als sie erfährt, dass Dean, seines Zeichens sexy Barkeeper und Chuchus bester Freund, einen Pakt mit eben jenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans Seelenheil macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen Amulett. Dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie. Ja, ich habe es nicht wegen Dean gekauft. Aber ich habe es gekauft, weil es um New Orleans und um Voodoo geht. Und ich habe jetzt schon viele Hexengeschichten gelesen, aber so richtig so Voodoo-New Orleans-mäßig noch gar nichts. Und da freue ich mich super drauf. Und gegebenenfalls schreibe ich nämlich auch gerade parallel zu Love Me Boy an einem Projekt aus New Orleans. Aber dazu mehr, wenn es spruchreif ist. Dann durfte natürlich das neue Buch von Colleen Hoover einziehen. Das habe ich euch in meiner Instagram-Story natürlich auch schon
mehrere Male gezeigt und ich werde es auch ganz, ganz, ganz bald lesen, aber ich stecke aktuell noch in 2 Buddy Reads drin und die möchte ich erst beenden, bevor ich mich diesem Baby hier widme. Und ich stecke noch in dem Februar-Votum fest. Das bin ich nämlich gerade am Bearbeiten, das Buch, das ich quasi ausgewählt habt, also das ihr für mich ausgewählt habt. Ja, was es wurde, erfahrt ihr dann natürlich erst, wenn ich es gelesen habe. Ja, Colleen Hoover, für immer ein Teil von dir. Zu Colleen Hoover muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Das ist so eine Autorin, von der kaufe ich alles eigentlich ohne nachzudenken, weil ich einfach weiß, dass es mir gefallen wird. Ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, das mir nicht gefallen hat. Selbst die ältesten Werke sind alle ein Highlight für mich. Und um was es hier geht, das erzähle ich euch jetzt. Eine junge Mutter, die um ihr Kind kämpfen muss. Und eine intensive Achterbahnfahrt der Gefühle. 5 Jahre nach dem tragischen Verlust ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch, endlich ihre 4-jährige Tochter bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, den ersten Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt. Och. Und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch Kenna erkennt schnell, Ledger ist der eine Mann, von dem sie sich fernhalten sollte. Der eine, der Schlüssel zu ihrem Lebensglück oder ihrem Unglück sein könnte. Ich kann halt irgendwie nicht lesen, es tut mir leid. Ja, Colleen Hoover, für immer ein Teil von dir. Dann durfte ein Buch hier einziehen, das auch nächste Woche wieder ausziehen darf. Aber ich werde es mir vorher noch einmal schnappen für ein Bookstagram-Foto nach meiner Potter Week. Und zwar durfte The Great Gatsby hier einziehen, beziehungsweise And Other Stories, Other Works. Ja, das ist ein englischer Band von dem großen Gatsby, wie der Name schon sagt, und anderen Werken. Ich bin mir tatsächlich überlegen, ob ich mir die Ausgabe auch kaufe, nur weil sie schön aussieht. I don't know. Ich bin jetzt nicht so drin in der Thematik vom großen Gatsby, weil ich den Film zum Beispiel jetzt auch noch nie gesehen habe, das Buch in Deutsch noch nie dazu gelesen habe. Ich weiß, um was es geht, aber ich bin nicht so der große Leonardo DiCaprio-Fan und das hindert mich auch so ein bisschen dran, den Film zu gucken. Keine Ahnung. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt verrückt halten, weil jeder Leonardo DiCaprio mag, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Ich mag auch Matthew McConaughey nicht. Und Wolf of Wall Street war für mich einfach nur grausam. Aber egal. Das ist meine Meinung. Das Buch wird natürlich dann eben nächste Woche wieder ausziehen, aber nicht, bevor ich noch ein Foto für Bookstagram damit gemacht habe. Ich habe auch die Erlaubnis dafür. Das nächste Buch, das ich euch zeige, habt ihr schon in meiner Instagram-Story gesehen, weil ich ungefähr 24 Stunden davon geschwärmt habe, wie toll dieses Buch ist. Und zwar spreche ich von Clockwork Prince. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Band 1 und Band 3 im Regal stehen habe. Band 1 hatte ich damals in Berlin gekauft, Band 3 mir irgendwann bestellt, aber mir hat die ganze Zeit Band 2 gefehlt. Ja. Dann war aber das Problem, dass diese Reihe in dieser Optik nicht mehr produziert wurde. Das heißt, die Preise auf eBay Kleinanzeigen und Co. sind sowas von in die Höhe geschossen. Und da ich keine Lust hatte, meine Erstgeborene dafür zu verkaufen, dieses Buch in den Händen zu halten, habe ich es dann halt einfach gelassen. Jetzt bringt der Goldmann Verlag im Juni die Neuauflage raus. Und so langsam merkt man einfach, dass die Preise wieder in Richtung, oh ja, das kann man für ein Buch bezahlen, Preise gehen. Ja, und meine Freundin Tatjana hat mir dann einen Link von eBay Kleinanzeigen geschickt, hat gesagt, guck mal, es ist für 30 Euro drin, schlag zu, kaufst dir, have fun in the sun. Ja, gesagt, getan, ich habe es mir gekauft und ja, liebe es, liebe es, liebe es, liebe es. Ich werde euch jetzt nicht vorlesen, um was es hier geht, weil es der zweite Band der Reihe ist, aber ich denke, zu Clockwork von Cassandra Clare muss ich nicht so viel sagen. Es geht um die Schattenjäger, also quasi das Shadowhunter-Universum und es geht um Tessa, Will und Tim und spielt in Jahre 1700 irgendwas oder 1800 irgendwas. Also so ein bisschen oldschool. Ich erzähle euch nicht mehr dazu, aber ich sage euch, lest diese Reihe. Das nächste Buch war auch quasi ein Muss, es zu kaufen, weil man auf Bookstagram gar nicht
drumherum kommt, es zu sehen und es zu wollen. Aktuell. Ich spreche von Dunbridge Academy Anywhere von Sarah Sprinz aus dem Lux Verlag. Guckt euch mal bitte an, wie schön dieser Buchschnitt ist. Dieser. Also er ist nur vorne. Unten und oben ist ganz normal, aber vorne ist das Logo der Dunbridge Academy. Ich wollte es eigentlich gestern Abend schon anfangen zu lesen, habe es dann aber doch nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, das Buch angefangen habe, das ihr für mich ausgesucht habt, weil ich dachte, komm, machst es direkt am Anfang vom Monat, dann hast du es auch erledigt, dann ist ein Subbuch wenigstens in diesem Monat definitiv schon mal gelesen worden und dann hebst du dir das hier einfach fürs Wochenende auf oder so. Ja. Es sind hier so viele Bücher, wo ich sage, das will ich als nächstes lesen. Ja. Zu viele gute Bücher. Aber ihr kennt das Problem, wenn ihr auch Lesemäuse seid. Ja, Dunbridge Academy ist ein Buch über ein Internat und die Protagonisten leben natürlich auch dort im Internat, aber der Klappentext wird euch mehr verraten, als ich euch verraten kann. Ich, der oder die das Buch noch nicht gelesen hat. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei gar nicht gebrauchen. Aber als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen. Das klingt so, so schön. Und vor allem, jetzt in der Erstauflage ist nicht nur ein absolut grandioser Buchschnitt, da ist auch ein Lageplan quasi von der Dunbridge Academy drin und noch ein Zitat hinten drauf. Ich werde das zwar nicht aufhängen, aber ich sag mal so, lieber haben als brauchen, ne? Dann kam gerade gestern ein Buch an, das ich auch schon eingeteilt hat in Abschnitte, weil ich die ganze Reihe gerade mit Nella und Tatjana am Lesen bin. Throne of Glass, Erbin des Feuers, ist der dritte Teil der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Absolutes Highlight, oder absolute Highlight-Reihe, wenn man Bookstagram glauben darf. Und ich habe jetzt gestern Abend auch schon den ersten Abschnitt gelesen, also den hier quasi. Und werde jetzt auch gleich noch weitermachen, weil es einfach total spannend wurde. Und endlich sind auch zwei Charaktere erwähnt worden und aufgetaucht. Und da ist was passiert, von denen man dank Bookstagram und Co. natürlich schon namentlich weiß, aber einfach nicht wusste, wer ist das jetzt eigentlich. Ich spreche von Rowan und Manon. Und Manon, soweit kann ich schon mal sagen, da gab es ein Kapitel erst von ihr und ich feiere sie jetzt schon abgrundtief hart. Als nächstes kann ich euch gleich zwei Bücher zeigen, die hier eingezogen sind. Teil 1 und 2 einer Reihe, von der dritte Teil erst im August kommt. Und zwar spreche ich von Aurora erwacht bzw. Aurora entflammt. Ja. Das hier habe ich mir selbst gekauft und bin es auch gerade am Lesen. Es ist nur kein Lesezeichen drin, weil meine Tochter es eben rausgezogen hat. Und das hier habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank also dafür. Und das werde ich zusammen mit zwei Freundinnen auch lesen. Aber ich muss erst den hier beenden, damit ich logischerweise den hier lesen kann. Ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext zu Band 1 vor, damit ihr allgemein mal wisst, um was es in der Reihe geht. Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen und er wird sich nur mit den Besten zufrieden geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Scarlett, die Diplomatin, Sarkasmus hilft immer, not. Zila, die Wissenschaftlerin, dezent soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser, der Klugscheißer. Kallis, der Kämpfer, es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggression besser unter Kontrolle haben.
Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Tyler interessiert, behauptet sie zumindest. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Spacige Bücher habe ich eigentlich so noch gar nicht gelesen, aber weil ich Guardians of the Galaxy mag, bin ich dem Kosmos auch nicht abgeneigt. Bin schon sehr gespannt, was die Geschichte für uns bereitet. Ich habe mir auch den Klappentext zu Band 2 gar nicht erst durchgelesen, aus Angst, dass ich mich wieder für irgendwas spoilern würde. Fun Fact, letztens habe ich ein Buch durchgeblättert. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie viele Seiten das Buch hat und bin auf ein Wort gestoßen, was mir die ganze Story versaut hat. Seitdem mache ich das nicht mehr. Seitdem gucke ich jedes Mal bei Lovely Books und Co. oder bei Amazon, wie viele Seiten das Buch hat, aus Angst, wenn ich jetzt nach hinten blätter, dass ich wieder irgendwas lese, was mir das Ende der Geschichte verrät. Es war wirklich nur ein Wort. Ein beknacktes Wort. Aber es war rum. Ich habe es trotzdem weitergelesen. Aber kommen wir jetzt von der einen Geschichte zur nächsten Geschichte, denn vom nächsten Buch gibt es eine Geschichte. Wenn ich jetzt sage, ich rede von Bad Influence von ... dann wisst ihr vielleicht warum. Warum sage ich ... Seht ihr, dass hier irgendwas auf dem Cover fehlt? Ja. Der Name der Autorin. Das Buch wurde von Stefanie Hasse geschrieben und die Erstauflage besteht quasi aus einem Fehldruck. Der Ravensburger Verlag hat daraus auch dann einfach eine super schöne und lustige Aktion gemacht. Die nennt sich Findet Stefanie Hasse oder wo ist Stefanie Hasse? Ich muss nochmal genau gucken. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Aktion unten. Das heißt, jeder, der ein Buch in der ersten Auflage ergattert hat oder bestellt hat oder whatever, muss sich jetzt oder kann sich jetzt beim Ravensburger Verlag melden und man schickt halt einen Beleg vom Kauf quasi hin und kriegt dann einen Glitzersticker mit dem Namen, den man halt dann draufkleben kann, nicht muss, und ein kleines Goodie, so als Entschädigung. Ja, ich bin mal gespannt, was das sein wird, um was es sich da handeln wird. Ich hatte das Buch schon vorbestellt und damals war noch gar nicht klar, dass der Name fehlen wird. Aber ganz ehrlich, es herrscht aktuell Papiermangel vorne und hinten. Deshalb wird bei BOD auch die Lieferzeit von Büchern immer länger. Und die war schon vorher relativ lang. Und warum soll man dann sowas wegwerfen, wenn wirklich nur so eine Kleinigkeit fehlt und man einfach eine lustige Geschichte draus machen kann? Ich erzähle euch jetzt mal, um was es im Buch geht. Und ich finde es einfach Weltklasse. Stefanie Hase hat immer so lustige Themen, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen und dann irgendwie doch zusammenpassen. Am liebsten hätte Tara Dawson einen großen Bogen um die Jungfernfahrt der Siren gemacht. Schließlich reisen zahlreiche Influencerinnen mit, die das luxuriöse Kreuzfahrtschiff in Szene setzen sollen. Und Tara hat ziemlich schlechte Erfahrungen mit Social Media hinter sich. Doch ihre beste Freundin Lola zuliebe beschließt Tara dennoch mitzufahren und sich auf eine entspannte Woche in der karibischen Südsee zu freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Lolas Brüder Jonah und Lukas, die Tara vor Rätsel stellen und gleichzeitig ihr Herz höher schlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt, als jemand an Bord Videos mit den dunkelsten Geheimnissen der High Society Gäste veröffentlicht. Sexy, glamourös, gefährlich. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Instagram auf der Titanic quasi. Ich hoffe, das Schiff säuft nicht ab. Last but not least kommen wir zum letzten Buch, das gerade erst heute bei mir eingezogen ist. Ophelia's Gale, Der Himmel wird beben von Lena Kiefer. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich Band 1 im Januar gelesen, weil im Januar auch das Taschenbuch dazu herausgekommen ist. Jetzt am 8. Februar ist von Band 2 das Taschenbuch herausgekommen. Ich habe es auch vom Verlag bzw. vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und werde es auch wieder mit Tatjana zusammenlesen. Ich werde euch jetzt auch nicht den Klappentext dazu vorlesen, weil, ja, wie gesagt, es ist ein zweiter Band und ich erzähle euch einfach so, um was es geht. Ja, Ophelia ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es Technologien gab. Die waren wie Kontaktlinsen mit den Augen verknüpft. Die waren wie Hörgeräte mit den Ohren verknüpft.
jetzt mal blöd gesagt für Laien, damit man auch versteht, wie ich es meine. Die haben halt bestimmte Namen, aber die sagen euch halt nichts, wenn ich sie euch jetzt nenne. Und meine Kleine ist wach. Ja, gut, dass wir beim letzten Buch sind. Ja, eines Tages wechselt die Regierung quasi, ein neuer König kommt an die Macht und der verbietet sämtliche Technologien und dann spalten sich die Lager halt in Rebellen und in Leute, die halt einfach mitziehen. Steht auch so auf dem Klappentext, also das spoilere ich euch jetzt nicht. Ophelia schließt sich dann halt den Rebellen an und wird quasi beim König eingeschleust. Ja. Und dann passieren verschiedene Dinge, die ich euch jetzt aus Spoilergründen nicht verrate. Auf jeden Fall geht die Geschichte von Ophelia Scale jetzt hier in Band 2 weiter. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil Band 1 mit einem bösen Cliffhanger geendet hat, der mich richtig fragend zurückgelassen hat. Und ja, ich muss mich jetzt allerdings noch ein bisschen gedulden, weil jetzt am 8. Februar kam halt Ophelia Scale 2 raus, also quasi heute. Ich weiß nur noch nicht, ob heute oder morgen das Video online kommt. Also am 8. Februar kam jetzt das Taschenbuch zu Band 2 heraus. Und am 8. März kommt dann das Taschenbuch zu Band 3 raus. Und wir haben halt gesagt, wir warten dann mit Band 2 lesen bis Ende Februar. So die letzte Februarwoche oder so. Und dann können wir Slow-Mo machen und direkt im Anschluss mit Band 3 weitermachen. So der Plan. Ja, ihr Lieben, das waren auch alle 10 Bücher, die hier neu einziehen durften. Wie gesagt, es sind noch 3 vorbestellt. Und auf ein Rezensionsexemplar warte ich auch noch. Aber ansonsten wird vermutlich diesen Monat bis auf History of Us nichts mehr einziehen. Aber das gehört zu den vorbestellten Büchern. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass die Reihe weitergeht mit Mitch und, ich glaube, April heißt sie. Ich muss nochmal gucken. Ich habe es ja nie so mit Namen. Ja. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, welche Bücher diesen Monat bei euch eingezogen sind oder noch einziehen dürfen. Ob ihr vielleicht auch eins von denen hier gekauft habt oder eins davon schon gelesen habt oder eins davon noch vorhabt zu kaufen. Hackt es wie immer unten in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!